warum liegen hier eigentlich Flyer rum? Warum hast du eigentlich eine Maske auf? Ja, dann. Wir begrüßen euch ganz herzlich von unserem JATV-Stand live vom Bundesparteitag. Bei uns zu Gast ist jetzt Damian Lohr, Bundesvorsitzender der Jungen Alternative. Hallo Damian. Hallo Lisa. Wie ist dein Eindruck, erster Bundesparteitag unter Corona-Auflagen? Ja gut, also es ist natürlich sehr anstrengend, wenn man die ganze Zeit eine Maske tragen muss. Aber die Leute sind diszipliniert und ziehen das gut durch, wenn sie hier da durch die Halle laufen. Und ich glaube, es läuft bisher ganz gut, würde ich sagen. Es gab ja viel Diskussionen zum Bundesparteitag, soll er stattfinden oder nicht. Es wurde ja auch wirklich darum gekämpft, dass der stattfindet. Wieso war es so wichtig, das jetzt durchzuziehen? Ja, also erstmal ist es wichtig, dass wir als Partei ja überhaupt unser Recht wahrnehmen können, dass wir unseren jährlichen Parteitag abhalten können. Und dadurch, dass wir jetzt einen Sozialparteitag haben, ist es noch wichtiger, weil wir beschließen ja heute unser Sozialprogramm für die Menschen, für die wir in diesem Land ja auch kämpfen. Und jetzt nochmal, wo wir dich gerade hier haben. Ihr hattet neulich auch Veranstaltungen bei euch. Das waren aber Aufstellungsversammlungen in Rheinland-Pfalz. Und ihr habt Listen gewählt, weil ihr habt nächstes Jahr nicht nur Bundestagswahl, sondern auch Landtagswahl. Wie ist denn da die JA bei weggekommen? Ja, also Rheinland-Pfalz ist ein sehr jugendfreundliches Land, Bundesland. Also wir haben bei der Bundestagsliste von 10 Kandidaten sind 4 Kandidaten von der Jungen Alternative. Bei der Landtagsliste haben wir auch, unter den ersten 12 haben wir 3 JAler. Also bei uns wird auf die Jugend gebaut. Es ist ja auch ein wichtiges Statement. Man muss ja auch dem linksgrünen Establishment mal zeigen hier, bei uns, wir sind eine rechte Partei und da hat die Jugend auch eine Chance. Und bei den anderen ja eigentlich eher weniger. Das muss man auch mal aufzeigen. Also ich bin ja zum Beispiel auch der jüngste Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz und habe auch Chancen, dass das so bleiben wird. Und wie ist da dein Eindruck gewesen? Also wird man da vielleicht weniger ernst genommen oder wie ist das, wenn man als junger Mensch im Parlament ist? Ja, also es ist natürlich so, dass Leute, die keine Argumente haben, gerne auf die Jugend abstellen. Aber das merkt man dann auch relativ schnell. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die nehmen die Jugend ernst. Vor allem halt innerhalb unserer Partei, im eigenen Landesverband. Da funktioniert das ganz gut, aber es gibt noch Aufholbedarf. Aber ich sag mal, wenn wir als junge Menschen uns noch stärker einbringen, engagieren, dann kommt eh keiner an uns vorbei. Und was sind denn die Vorteile und Chancen davon, wenn man junge Menschen ins Parlament schickt? Naja, also es gibt ja eine Politikverdrossenheit und es gehört auch zu einer repräsentativen Demokratie dazu, dass junge Menschen auch von jungen Menschen vertreten werden. Ja, es kann ja nicht sein, dass nur die 70-jährigen alten Leute uns vertreten. Das ist ja für uns auch als Generation wichtig, weil es werden ja jetzt auch während Corona Entscheidungen getroffen, Gelder quasi ausgegeben, die wir irgendwann zurückbezahlen müssen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass auch junge Stimmen gehört werden in den Parlamenten. Und der Parteitag wird ja hier heute auch noch eine Weile gehen. Was machen junge Menschen jetzt quasi als Aftershow-Teil? Viel geht ja gerade nicht mehr. Ja gut, unter den Regeln, die es gibt, halt feiern, so wie es geht, mit Mindestabstand. Und die Teilnehmerzahl nicht überschreiten. Ja, ganz wichtig, nicht Teilnehmerzahl nicht überschreiten. Vielen Dank fürs Interview, danke Damian Lohr und danke auch an euch fürs Einschalten.